Hallöchen, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Total War Attila, unserer wundervollen Axum-Kampagne mit Axum und den Axum-Wichsern. Und unserem großartigen Reich, das sich nun immer weiter den Nil nach oben futtert, kann man soweit sagen. Ja, wir haben mittlerweile Äthiopien im letzten Part übernommen. Hier, Pachoras ist die neueste Stadt in unserem gigantomatischen Imperium. Hier gibt es alles. Hier gibt es Felder und noch mehr Felder und noch mehr Felder und noch mehr Felder und einen Brunnen. Geil. Ja, genau. Das gibt es halt so alles hier in dieser Stadt und mehr nicht. Wir warten jetzt noch aufs Wachstum, während wir mit unseren Truppen hier in Berenike herumstehen und darauf warten, dass wir weiter Sachen machen können. Ich habe jetzt vor quasi kurzem erfahren, dass wir mit unseren Ehefrauen tatsächlich auch uns der Loyalität verschiedenster Leute versichern können. Das finde ich ziemlich gut. Also werden wir natürlich darauf achten, dass unsere lieben Frauen weiter Einfluss ansammeln. Denn wir haben da so einige Leute, die nicht so ganz uns mögen und ziemlich illoyal sind, was ich ein bisschen blöd finde. Er hier ist zum Beispiel einflussreicher als der Herrscher. Das heißt, den Einfluss unseres Herrschers sollten wir eigentlich möglichst selten verballern, was wir halt die ganze Zeit machen, immer wieder. Das ist natürlich nicht so schön. Und das Problem ist jetzt natürlich auch, dass unser Herrscher am Arsch der Welt rumhockt, während er eigentlich ganz woanders gebraucht wird. Guck mal ganz kurz hier in der Provinz, wie das aussieht. 11 Zufriedenheit durch Militärpräsenz. Das heißt, sobald wir beschließen, hier abzuziehen, kriegen wir Probleme. Gleichzeitig steigt gerade tatsächlich das semitische Heidentum, deswegen müssen wir ganz dringend einen Priester rekrutieren, damit er hier das semitische Heidentum zurückdrängt und das östliche Christentum natürlich weiter schön ausbreitet. Darum müssen wir ganz stark Acht geben. Schauen wir uns mal ganz kurz an, ob es denn hier bitte schon Gebäude gibt, die aus irgendeinem Grund den falschen Glauben verbreiten. Das hier ist östliches Christentum. Und der Rest ebenso. Das heißt, da haben wir einfach gerade nur ein bisschen das Problem, dass wir keinen Priester mehr in der Provinz haben. Beziehungsweise, dass wahrscheinlich die Schweine hier drüben ihre dreckige Religion verbreiten irgendwie. Jedenfalls nicht so, aber irgendwie machen sie es vielleicht ja trotzdem. So, schauen wir uns ein bisschen weiter um. Makran möchte immer noch nicht mit uns handeln, aber das kriegen wir noch hin. Die Mazunisch handeln mit uns, sind immer noch Marionettenstaat. Der Sassaniden, die Beziehung mit den Sassaniden steigt immer weiter. Das finde ich immer noch sehr geil. Und ja, wie gesagt, wir warten dann halt hier unten. Da bleibt uns ja gerade nichts anderes übrig. Und beenden jetzt mal die Runde, nachdem wir natürlich einen Provinzstatthalter ernannt haben. Der sich so ein bisschen um die ganzen Sachen kümmert. Du gehst jetzt also nach Ägyptus. Statthalt ist da und dann gehen wir hier auf den besseren religiösen Einfluss unserer Religion. Sehr gut, nächste Runde, es geht los. Ah, so, noch einen kurzen Schluck getrunken und dann schauen wir mal ganz kurz, ob die Oströmer es wagen werden, uns zurückzuschlagen oder ob sie stillhalten. Bin ich ein bisschen drauf gespannt. Wir werden jetzt auf jeden Fall, sobald es geht, nach Alexandria weitermarschieren. Deswegen werden wir wahrscheinlich unseren Anführer tatsächlich von der arabischen Halbinsel herunterholen, um mit ihm nach Norden zu marschieren, damit er auch mal ein bisschen Einfluss gewinnt und so weiter und so fort. Das Oströmische Reich lässt sich ein bisschen Zeit. Also möglicherweise bewegen sie bereits Truppen nach Süden. Schwer zu sagen, werden wir noch herausfinden demnächst. Ja, ein bisschen Angst habe ich. Ja, ganz dezent. Vor allem, weil irgendwie ständig die falsche Religion gepusht wird, sobald wir die Region verlassen. Aber vielleicht kriegen wir das Ganze ja nochmal hin. Wir dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen, deswegen möchte ich wirklich ganz dringend unseren Anführer raus haben. Aus der arabischen Halbinsel. Okay. Boah, guckt euch mal das Einkommen an, was wir jetzt pro Runde machen. Um mehr als 1000 gestiegen plötzlich. Das, obwohl wir einen schlechten Sommer haben. Dafür haben wir die Nahrungsmittelknappheit hier gelöst. Und der Kerl ist nochmal einen Rang aufgestiegen. Sehr gut. Hm.
Verbessern wir irgendwelche Punkte bei ihm? Ist sowieso wurscht eigentlich. Gucken wir mal ganz kurz hier. Hier steigt auch das semitische Heidentum. Wieso steigt denn jetzt überall das verdammte semitische Heidentum, obwohl wir überall unsere Staatsreligion pushen? Ich verstehe das gerade nicht. Hier steigt jetzt beides plötzlich. Ich meine, hier kann ich es verstehen, da haben wir nicht die komplette Kontrolle, aber hier haben wir die komplette Kontrolle und trotzdem steigt das fremde, die fremde Religion, obwohl wir hier unsere krasse Höhlenkirche gebaut haben. Und ansonsten haben wir hier in dieser Region nichts, was irgendwie fremde Religionen verbreiten würde. Es verwirrt mich halt zutiefst und das ist blöd. So, wir nehmen jetzt diese Armee hier, packen sie in den schnellen Marsch. Und denn? Geht's hier rüber? Ab ins Meer mit euch, sehr gut. Hier steigt die, nee, hier sinkt die Zufriedenheit jetzt natürlich pro Runde. Sogar noch stärker, als ich gedacht hätte. Wird der Kerl auch keine Religion verbreitet? Keine Zufriedenheit verbreitet. Ach so, nächste Runde geht's dann los, okay. Hoffen wir mal, dass du ordentliche Arbeit leisten wirst. Hier werden wir dann ein paar Truppen da reinpacken in die Armee. Und, ja, dann wird es hoffentlich alles klappen. Macht mir gerade nur Sorgen, dass dieses blöde semitische Heidentum sich weiter verbreitet. Das können wir halt überhaupt nicht gebrauchen. Scheiße. Aber gleichzeitig haben wir natürlich jetzt auch nicht die nötigen Mittel, um dieses Ding auszubauen. Dafür bräuchten wir die religiöse Intoleranz und die dauert noch eine ganze Zeit lang. Hier hinten irgendwie da. Sag ich ja. Kann man sich das genauer angucken, warum jetzt diese Religion verbreitet wird? Einfluss. Lokale Tradition plus 2. Ah ja. Einfluss 11 und ja, irgendwie. Wieso hat die mehr Einfluss, aber sinkt trotzdem? What the fuck? Oh, please, can someone explain? No, okay. Schöne Scheiße auf jeden Fall. Das packt uns jetzt natürlich in eine blöde Situation. Weil wir nicht wissen, was wir machen sollen. Also, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Mit einem Mal steigt hier die vollkommen falsche Religion an und sinkt die vollkommen falsche Religion ab, und das, obwohl die eigentlich einflussreicher ist. Muss mit der Eroberung des Lombardenterritoriums zu tun haben. Würde ich jedenfalls vermuten. Und das liegt daran, dass wir natürlich unseren Priester rausgeschafft haben, und der ist natürlich an anderer Stelle jetzt vonnöten, aber ja, Liegt daran, dass wir Synaxarion erforscht haben. Aber wir müssen es ja erforschen, um den Bonus für den gesamten Zweig zu bekommen. Das haben wir auch schon festgestellt. Insofern ergibt das auch keinen richtigen Sinn. Ich bin etwas verwirrt, muss man auf jeden Fall mal sagen. Loyalität wankt. Natürlich wankt die Loyalität. Versteckter Schatz. Das Volk ist hoch erfreut und ein Kaufrausch befüllt die Siedlung. Boah, plus 5% aus Handelsgebäuden und plus 5 Zufriedenheit. Yay. Geiler Scheiß. So, das Synaxarium haben wir dann auch abgeschlossen. Semitische Heidentum steigt weiterhin an. Wir holen den Handel mit Ausrüstung. Dann haben wir hier nämlich den kompletten Bonus drin. Hier steigt die Zufriedenheit dann doch schon ein bisschen mehr weiter an. Und wir könnten hier die axiomitische Höhlenkirche ausbauen. Würden dann allerdings 30 Nahrung verbrauchen, die wir zur Verfügung haben. Also machen wir das Ganze auch. Yay. So, wie sieht's hier aus? Zufriedenheit ist ab nächster Runde im Steigen. Auch sehr gut. Östliche Christentum wird weiter verbreitet. Ja, kann sich alles eigentlich sehen lassen. Ich hole mal die Kamelherden raus.
demnächst, sobald wir hier ein bisschen mehr Nahrung benötigen. Brauchen wir derzeit noch nicht, deswegen ist es egal. Ah, hier ist die Verarmung etwas hoch. Minus 1 sanitäre Anlagen gesamt. Dann warten wir noch, bis wir vier Bevölkerung haben, würde ich sagen. Dann geht es schon. Ja, klingt gut. Unser Einkommen steigt immer weiter. Das finde ich noch besser. Seid willkommen. Mit Makran können wir nicht handeln. Wie sieht es mit den Sassaniden aus? Noch nicht ganz, aber ich glaube, dass wir da schon noch irgendwie hinkommen. Sehr gut, nächste Runde also. Piu. Oh Mann, also leicht ist das Ganze echt nicht. Ich habe halt immer noch die Sorge mit diesen blöden Sassaniden. Die kommen irgendwann und machen uns alles kaputt. Alles. Deswegen müssen wir echt aufpassen und die Daumen drücken. Bin ja schon mal ganz froh, dass wir jetzt relativ hohes Einkommen haben. Ich weiß noch nicht genau, warum das so plötzlich angestiegen ist, aber scheinbar ist es halt angestiegen, sehr stark. Wie gesagt, ja, mal gucken, ne? Ob wir das auch so halten können und vor allem, wie es dann aussieht, wenn wir Alexandria haben, weil dadurch sind wir natürlich in der Lage, relativ viele neue Einkommensquellen zu erschließen. So, jetzt gehen wir hier mal direkt an Land. Sehr gut, und dann machen wir Folgendes: Truppenaustausch. So, ihr kommt raus. Ihr kommt raus, ihr kommt rein. Wieso geht denn das nicht? Ach so, wir müssen ja mindestens zwei austauschen. Machen wir mal das hier. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Ich erwarte eure Befehle. Ein paar mehr Bogenschützen wären schon mal gar nicht so schlecht in der Armee, auf jeden Fall. Beeilt euch, Männer! Mein Herr! Jetzt haben wir schon wieder viel zu wenig Leute hier in der Armee. So. In Bewegung, mein Herr! Jetzt haben wir das so hier. Jetzt ist die natürlich hier die geschwächte Armee. Aber ist schon in Ordnung. Die werden wir dann noch irgendwann noch aufbauen. Wenn wir in der Lage dazu sind. Und dann marschieren wir halt jetzt hier nach Norden. Nach Alexandria, das allerdings gerade schon belagert wird und deswegen wahrscheinlich nicht in unsere Hände fallen wird. Scheiße. Okay, du bist betrunken im Dienst gewesen. Lass mir dich auspeitschen. Das Ganze kennen wir ja bereits. Da wissen wir schon, was die beste Vorgehensweise ist. Wie sieht es hier jetzt aus? Semitisches Heidentum steigt weiter, allerdings halt sehr, 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 sehr gering. Hier steigt das östliche Christentum. Wunderbar. Du kannst aufgewertet werden und verbesserst auf jeden Fall mal die Beziehungen und die Religionsverbreitung. So, damit haben wir nämlich schon mal A, bessere Zufriedenheit und B, besseres Religionswachstum. Alles in allem also das, was wir wollen. Wie gesagt, du marschierst jetzt weiter hier nach Alexandria. Mal sehen, durch wen Alexandria gerade belagert wird. Hier bauen wir das Ganze um in eine Kamelherde. Bringt uns 70 Nahrung ein, 50 Nahrung. Das würde uns echt viel Nahrung einbringen. Bauen wir also die Weizenfelder um. Und bauen das Vikus hier zu einem Weiler um und haben noch genau ein Gold übrig. Wow. Habe ich natürlich alles genauso beabsichtigt, dass wir genau noch so viel Geld übrig haben. Ich habe die gesamte Kampagne bereits finanziell komplett durchstrukturiert. Weil ich einfach gut bin. Was denn auch sonst? Ich habe Glück. Pfah, ich habe doch keinen Dusel. Ich habe einfach nur Können.
Mein zweiter Vorname ist Köln. Tja, jetzt könnte ich meinen gesamten Namen sagen, dann wüsstet ihr nur meinen gesamten Namen. Deswegen sag ich's nicht. Aha. Okay. Also, wie gesagt, Oströmisches Reich verliert gerade Alexandria. Geil. Hoffentlich nicht an die Sassaniden. Es wäre ziemlich merkwürdig, wenn sie es an die Sassaniden verlieren würden. Denn dadurch, naja, hätten die Sassaniden einfach mal komplett Palästina ignoriert und hätten sich direkt auf Alexandria gestürzt. Und dann wäre ich mir hundertprozentig sicher, dass das Spiel gerade effektiv verhindern möchte, dass wir hier irgendwie was erreichen. Dann glaube ich nicht mehr an Zufall. Niemals. Never, ever, ever. Never. Never. Never, ever. Okay, schauen wir mal. Loyalität wankt immer noch von diesem Typ da. Wir haben plus 3 Moral bekommen und wir versuchen jetzt mal ein bisschen uns hier der Loyalität gewisser Leute zu versichern. Du kannst nichts, du kannst nichts, du kannst nicht, du kannst nicht. Du könntest, ja, das ist wirklich der einzige Typ, der noch irgendwas hat, um die Loyalität hier zu hauen. Der Typ ist uns scheißegal, der ist nur ein Staatsmann, der hier ist ein Statthalter. Und damit natürlich relativ wichtig, deswegen versuchen wir uns mal, oder wir versuchen ihn zu adoptieren. Das geht leider nicht. Dafür haben wir nicht genug Einfluss. Okay, also versuchen wir, uns seine Loyalität zu versichern und versuchen hier nochmal ein bisschen mehr Einfluss zu sammeln mit unserem Anführer. Der durch komplett zerstörtes Land marschiert und weint ob der Zerstörung. So. Sassanidenreich. Will's nicht. Okay. Ihr wollt höchstwahrscheinlich auch nicht. Nee, war ja klar. Ihr seid immer noch Marionettenstaat. Leider, leider, leider. Die Lashmiden können es mittlerweile richtig gut leiden. Die haben religiöse Abneigung weiterhin. Aber die hätten sie so oder so. Also im Endeffekt ist es uns scheißegal. Hier geht's. Wow. 30%. Hier haben wir demnächst die Führung inne. Religionstechnisch. Hier steigt das östliche Christentum ungehindert an. Booyah. Nächste Runde sowieso ungehindert, da wir dann die Höhlenkirche hier fertig gebaut haben. Sehr gut also. Kann sich alles sehen lassen. Wir gehen in die nächste Runde über. Und schauen mal, was da so vor Alexandria auf uns lauern tut und tut. Ne? Und dann werden wir von Berenike aus wahrscheinlich direkt nach Elam Aida marschieren, sobald wir dort mal, also sobald wir in Ägypten natürlich die öffentliche Ordnung relativ aufrechterhalten haben. Allerdings würde ich gerne natürlich die Armee ausstopfen mit kompletter Truppenanzahl. Deswegen machen wir einen kurzen Zwischenstopp in Äthiopien. Holen uns ganz viel Infanterie und marschieren dann weiter nach Norden. Wie gesagt, nach Aida, damit wir uns dann Palästina schnappen können und dann gehen wir auf den großen Marsch nach Westen und reißen uns Ägypten. Nein, Quatsch, Afrika heißt das Ding. Ach, so viel A hier, ne? Äthiopien, Ägypten, Aksum, Afrika. Unternagel, wie gesagt, Afrika gehört Aksum, axumitisches Afrika. Ja, genau. Das holen wir uns, wie gesagt, und dann, keine Ahnung. Werden wir sehen. Oh. Och nee, kommt schon, euer verfickter Ernst. Nee! Nein! Nein! Gott, nein! Gott, stammet noch eins! Nein! Das kann doch nicht euer Ernst sein! Das habe ich diesem Scheißspiel getan! Wow! Wow! Nein! Oh, das ist doch krank! Es ist doch einfach nur krank, ist das! Ja, ich habe euch verfickten Segen erteilt, plus 3 Loyalität, ist doch toll! Meine Fresse, ey! Ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Mazunisch. Die verfickten Mazunisch holen sich das. Ja klar, ignoriert komplett dieses gesamte Palästina hier. Marschiert einfach direkt nach Alexandria. Hauptsache, dieser blöde, dreckige Spieler schafft es nicht, sich das Teil zu holen. Oh, nee. Ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Wie kann ich euch dienen? Wir kämpfen für euch, mein Herr. War das alles, Herr?
Seid gegrüßt, mein Freund. Wir wollen unsere Zeit weiter. Die haben das komplett ignoriert. Ganz Palästina. Scheiß drauf, ne? Einfach Hauptsache, Mann. Was ist das denn? Die Mazunisch. Die verfickten Mazunisch marschieren da einfach mal durch. Guckt euch mal an, wo die sind. Da hinten. Die sind einfach mal komplett hier durch alles durchmarschiert, haben alles ignoriert, nur um sich Alexandria zu holen. Was für einen Sinn macht das denn? Bereit zum Kampf. Das macht gar keinen Sinn. Das ist der größte Scheiß. Soll ich das einfach so akzeptieren jetzt? Soll ich mich da hinstellen und sagen, okay, ist halt passiert, ne? Ja klar, am Arsch. Also bitte. Ich habe selten was Lächerlicheres erlebt als diesen Scheiß hier gerade. Okay, damit ist dieser Part für mich gelaufen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich werde dieses neu laden. Und dann spiele ich das Ganze selbst nochmal durch. Marschiere einfach mit dieser Armee hier strikt durch. Auf Alexandria. Hoffentlich kriegen wir das Ding noch. Ich weiß nicht, ob es am Anfang schon belagert wurde. Und uns Alexandria und werden uns dann unseren Anführer dadurch auch peppeln, dass wir uns Palästina mit ihm schnappen irgendwie so. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut und ciao, ciao.